Lass uns, lass uns Daily Joes gucken. Zack, zack. So. Auf geht's. So. Poor Daily Dose of Internet. This man found a bird with its feet frozen to a metal fence. Oh nein! Oh nein! The man blew hot air on the feet of the bird until it was free. Das ist auch das Beste, was du machen kannst. Bloß nicht mit dem Föhn oder sowas kommen, ey. Da machst du dem Tier noch viel, viel mehr Angst. Oh mein Gott. Here we go, little birdie. Go ahead and fly away. Das arme Tier. Ja. This bird stole some food away from the sea lion. Was hat sie? Hat sie da Chips reingetan oder Popcorn? Sieht aus wie Chips. Ah, sie hat das in der Alufolie reingetan. Ja, gut, okay. Oh mein Gott. Ja. Das ist der, Minimizer 5000 ist das. Peas are this lizard's favorite food, but it can't decide which one to eat first. Was? Tja, es ist schwer, diese Auswahl, ne? Hä? Was ist das? This photographer stabilized his camera in a way that showed the Earth rotating. Hä, wie macht man denn sowas, dass die Kamera stehen bleibt, während die Erde rotiert? Hä? Wie geht das? Oh Gott, ist das für ein Faltenhund? Ja, Sabber. Als ob. This person probably has the most beautiful and perfect handwriting in the world. All of her notes from school look like a textbook. What? What? Wie kann man so eine Handschrift haben? Alter, das ist ja mega krass. Mega Magic. Ich muss euch da was zeigen. Ich kenne dazu noch einen Comic. Das ist so cool. Das ist so, how my handwriting has changed since kindergarten. Also, wie sich meine Handschrift verändert hat nach dem, seit dem Kindergarten. Ne? Im Kindergarten. Hello, my name is Matthew. Ne? Und dann in der Schule. Hello, my name is Matthew. Dann in der weiteren Schule. Hello, my name is Matthew. Und jetzt kommt Enter the Keyboard. Das Jahr des Keyboards kommt hinzu. Also der Tastatur. 3 Jahre später. Hello, my name is Matthew. Das ist so, das bin einfach ich. Ich finde das so geil. Alter, what? Das ist bestimmt nicht gefährlich. Was ist das für eine krasse Felsformation? Hat sich da jemand durchgebaggert oder warum ist das so gerade da gewesen? The smoke from this incense burner flows like a river. Hä? Wie geht das denn? Wieso geht der Rauch von der Kerze nach unten? Oder ist halt irgendwie so ein chemischer Stoff, die Kerze oder so, wenn die verbrennt? Alter. Alter, geil. Wie geil sieht das denn bitte aus? Ey, da so 2-3 Tage einfach Urlaub machen in der Hütte. Alter, ist ja wohl einfach Dream Place überhaupt. That's in this video. Hopefully I was able to make your day just a little better. And I'll see you guys again very, very soon. Later.
Boah, das sieht ja so schön einfach aus. Bisschen. Echt, das ist so geil. Das sieht so geil einfach aus, ey. Oder? Hätte dann nicht Bock, irgendwie mal eine Nacht drin zu pennen. Dann schießt du auf, bist ganz alleine auf dem Berg, machst die Tür auf, stellst dich nackt vor die Türe, siehst diese Aussicht und schreist, ich bin nackt. Und dann machst du die Tür wieder zu, weil es so kalt wird, weil sonst ist es 3 Zentimeter kalt. Und dann machst du wieder einen warmen Ofen, machst den warmen Kamin an, kuschelst dich in eine Decke und schiebst deine Base. Thank you.